Ja, die Gruppe um Heiner, Jasper und Josua hat sich in der Projektankündigung geschrieben, dass die Alpakas Pinguinen Touch beibringen. Was es damit auf sich hat, das erzählen Sie in Ihrem Vortrag. Viel Spaß damit. Ja, das Grundproblem ist nämlich, dass die Pinguine, also Linux, keine wirklichen Touch-Gesten erkennen können. Und jetzt habe ich mir so einen tollen neuen Laptop gekauft und er bringt mir nicht viel. Deswegen haben wir uns gesagt, weil Linux Open Source ist und wir dafür eben auch selber ein Programm schreiben können, dass wir eben Gesten erlauben wollen. Problematisch sind vor allen Dingen, dass man sehr schlecht einen Doppelklick machen kann. Man kann auch keinen Rechtsklick mit einem Finger machen. Und wir wollten noch Gesten einführen, mit denen man eben von der Seite reinwischen kann, um bestimmte Menüs zu öffnen. Ja, dafür haben wir sozusagen ein Problem lösen müssen, um sozusagen die Touch-Eingaben, die wir verarbeiten wollen, direkt abzugreifen von Linux, müssen wir Administratorrechte, also erhöhte Rechte, aka Root-Rechte besitzen. Das Ding ist, wenn wir von da aus zum Beispiel ein Programm starten wollen, zum Beispiel wenn wir nach rechts wischen, dass wir dann einen Webbrowser öffnen oder Google oder sonst irgendwas, wollen wir das natürlich nicht in Administratorrechten machen. Wir wollen natürlich, dass der Browser kein Administrator ist, sondern wir machen das in Nutzerrechten. Also mussten wir das Programm in zwei Teile teilen. Einmal den Root-Service, also den Administrator-Service und den User-Service. Der Root-Service macht die Erkennung und die Weiterleitung der Befehle und der User-Service führt dann die konfigurierten Befehle aus, die man selbst in der Config entweder global oder für jeden Nutzer selbst definieren kann. Und das Problem dabei war hauptsächlich die Kommunikation der zwei Services untereinander, da die auch auf verschiedenen Administratorebenen halt arbeiten. Und das Ganze haben wir dann mit Python gelöst. Und um genau zu sein, mit Sockets, und das will Jasper noch erklären. Ja, also das hört sich ja jetzt erstmal total einfach an. Wir haben eine Anwendung, die läuft mit Administratorrechten und eine, die läuft mit Benutzerrechten. Soweit, so gut. Das Problem ist, Anwendungen können aus Sicherheitsgründen nicht direkt miteinander kommunizieren. Wäre ja auch schlimm, könnte jeder Benutzer irgendwelche Sachen an irgendwelche Anwendungen schicken. Das möchte ich mir aus Sicherheitsgründen nicht vorstellen. Deshalb gibt es unter Linux und Unix, wer jetzt kein Linux benutzt, der kann einfach weghören, ein Prinzip, das nennt sich Sockets. Da öffnet ein Programm sozusagen eine Datei und kann dann zuhören, was andere Programme auf diese Datei schreiben. Das Problem ist, man kann zuhören, aber nicht an die Programme, die raufschreiben, wieder was zurückgeben. Und weil das ja etwas doof ist und wir die Touch-Gesten ja an den Benutzer melden möchten, mussten wir da etwas tricksen. Deshalb wird als erstes ein Socket vom Root-Service erstellt, dann ein zweiter Socket auf Benutzerebene, dann wird der von Benutzerebene an den Root-Socket gesagt: Hallo, ich bin der Socket, ich bin hier, hier kannst du mit mir reden, damit dann der Root-Service wiederum mit dem Benutzer-Socket kommunizieren kann. Also das Prinzip ist ein bisschen übers Eck, es ist nicht allzu schwer, aber es dann tatsächlich zu schreiben, das ist Aufwand. Ich glaube, dann kommen wir jetzt zur Demo von unserer Software. Das hat sich ja alles ganz schön angehört, aber wir wollen ja auch zeigen, dass es funktioniert. Ja, also hier haben wir einen Rechner mit Touchscreen und wir haben jetzt diese Swipe-Gestures zum Beispiel integriert. Tada, da ist ein Terminal. Ich habe einfach nur hier runtergezogen. Und ja. Das ist relativ praktisch, weil ohne Maus und Tastatur kann man eben nur sehr schwierig anders Anwendungen öffnen. Auch das hier ist ein sehr praktischer Einfall, den wir hatten. Das ist sehr einfach mit Touch zu bedienen. Falls jemand diese Software selber gerne benutzen möchte, das ist natürlich im Sinne von freier Software, Open Source, und dementsprechend kann sich das jeder einfach runterladen. Eine weitere Geste übrigens. Ist bisher kompiliert als Debian-Package, kann jeder installieren. Wer kein Debian benutzt, kann es in RPM umwandeln oder auch selbst einfach bauen. Build-Instructions stehen auf der Webseite. Einfach auf GitLab nach Touch-Enchantment suchen. Genau. Und noch ein kleines Wort zu diesem Linux und Programmieren und Open Source generell. In Linux und Open Source ist es ja so, da steckt keine Firma dahinter.
Bei Microsoft, das ist eine Firma, die programmiert Windows. Bei Apple, das ist eine Firma, die programmiert macOS. Und bei Linux, das sind wir. Wir sind die Menschen und wir sind die Leute, die Linux programmieren. Das heißt, wenn uns was fehlt, wie diese Touch-Software, müssen wir selbst Initiative ergreifen und diese benutzen. Und genau das haben wir getan und jeder andere Mensch, der Touch-Gesten auf einem Laptop mit Touch verwenden möchte, kann dies nun tun. Pauli, die Alpaka-Veranstaltung hat dem Pinguin das Touchen beigebracht und dann auch uns humanoiden Wesen erstmal Chapeau für diese Leistung. Linus Torvald, falls du uns im Stream zuhörst, nimm doch mal Kontakt mit den Jungs auf. Also das ist wirklich eine großartige Leistung, wunderschön. Nun habt ihr diese Demonstration gemacht, du hast den Finger von oben nach unten gezogen und da kam mit einmal so ein Terminal. Was sind denn da so generell für Anwendungsfälle mit Touch überhaupt noch denkbar? Was wir uns überlegt haben, was ein schöner Anwendungsfall wäre, dass man alle Fenster, die gerade geöffnet sind, sieht. Haben wir jetzt nicht implementiert, das war ein bisschen zu schwierig für die kurze Zeit, aber das wäre eine schöne Sache. Das kennt man von Windows. Unter Windows 10 ist es meines Erachtens nach so, wenn man von links nach rechts auf den Bildschirm reinwischt, kommen alle Anwendungen. Das ist sehr praktisch. Okay, und ich habe ja gestern schon mal ein bisschen gespoilert, also diese Swipe-Gesten ist ja ein Beispiel, ne? Aber wir hatten ja auch gestern, jeder von uns kennt es ja, wenn man mit der Maus arbeitet, hat man einen Rechtsklick und einen Linksklick und da passieren unterschiedliche Sachen. Wie kann denn das mit so einem Touch-Interface umgesetzt werden mit eurer Sache? Das Problem war halt ursprünglich, ein Doppelklick wird nur registriert, wenn er genau zweimal auf denselben Pixel trifft. Das Problem ist aber mit dem Touch, wir haben natürlich keine genau pixelgenauen Finger. Also haben wir sozusagen so eine kleine Toleranz noch dazu gebaut, dass wir in einem bestimmten Abstand einen Klick in einem bestimmten Bereich, der natürlich nutzereinstellbar ist, ausgeführt wird, dass dann auch ein Doppelklick registriert wird. Und da haben wir noch zum Beispiel generelle Kleinigkeiten von verschiedenen Swipe-Animationen und so noch dazugefügt, dass es ja Rechtsklick unter anderem auch. Zum Beispiel könnte kein Mensch irgendwie einen Dateibrowser bedienen ohne Doppelklick. Das ist halt ohne Touch nicht möglich. Also ich sehe schon, ihr habt die ganzen Gesten, die man mit einer normalen, regulären Interface mit Maus und Tastatur macht, schon mitkonzipiert und auch umgesetzt. Also großartige Leistung, ja, und vielleicht auch demnächst in Ihrem Linux-Kernel. Herzlichen Dank dafür.